Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Wir haben heute das Thema einer Tesla-Technologie, die wir heute nochmals diskutieren möchten. Aufgrund einer Erfahrung meines Gastes, der Dr. Heinz Reinwald, war nämlich mal da, hat sich hier die Schulter behandelt und eine Überraschung erlebt, eine sehr positive Überraschung. Und ich möchte gerne mal von ihm wissen, wie er sich dieses Wunder erklären kann. Und deshalb bitte ich Sie, gleich dran zu bleiben. Wir legen gleich los. Herzlich willkommen, lieber Heinz Reinwald. Danke, dass du da bist. Magst du dich erinnern, das war ungefähr vor 6 Monaten, oder? Es war schon länger her. Es ist schon ein knappes Jahr her. Okay, oh, schon wieder. Ja, ja, aber ich meine, du hast natürlich Eulen nach Athen getragen. ich weiß natürlich, was Tesla ist und ich arbeite ja indirekt schon länger mit dem Gedanken, das auszubauen bei mir. Ich habe früher Kontakte gehabt zu Professor Meil, der ja einer der großen Pioniere hier in Deutschland war. Skalarwellentechnik, Tesla. Und er hat auch entsprechende Apparaturen gehabt, bevor man ihn lahmgelegt hat, jetzt in den letzten Jahren, um das mal ganz offen anzusprechen. Ich habe auch auf Kongressen von uns Ärzte aus Spanien etwa kennengelernt, die intensiv mit Tesla arbeiten und auch sehr große Erfolge in bei chronischen Erkrankungen vorweisen können. Inzwischen gibt es ja auch mehrere Möglichkeiten, mit Tesla-Geräten in Deutschland zu arbeiten. Und deswegen war mir natürlich sofort klar, was das ist. Und deswegen habe ich es auch gleich ausprobiert und war dann natürlich in dem Moment, wo ich auch einen schmerzenden Arm hatte, sehr, sehr positiv und freudig überrascht, dass das so schnell ging. Aber warum geht es so schnell? Na, natürlich, es ist ein Entzündungsprozess, es sind freie Radikale. Und ich gehe dann mit Tesla-Energie entsprechend hin und das senkt natürlich sofort die freien Radikale, weil es übers Wasser reagiert, praktisch hexagonal Strukturen im Gewebe schafft, im Extrazellulärraum, im Zellulärraum und damit habe ich freien aktiven Wasserstoff erzeugt, direkt über die Tesla-Wellen. Und damit kann ich die Entzündungen reduzieren. Ich habe es ja dann gleich mit... Das ist ein gutes Erklärungsmodell gewesen. Nochmals, dass ich es auch noch verstehe. Ich produziere Wasserstoff. Freilich, ja, hexagonalen Wasserstoff. Mhm. Ja, die Tesla-Antenne hat ja und hexagonaler die hexagonale Struktur. Ist sehr viel dichter als andere Formen des Wassers, durch die hexagonale Struktur, da geht nichts mehr ran und raus und rein. Und das braucht auch weniger Elektronen, sodass das hexagonale Wasser dazu führt, freie Elektronen abzugeben. Und freie Elektronen reduzieren die freien Radikalen. Ja, nicht? Klar. Das ist klar. Und damit den Schmerz- und Entzündungsprozess, der manchmal natürlich sinnvoll sein kann, als Heilungsprozess, als erste Stufe des Heilungsprozesses. Aber wenn er dann chronisch wird, ist natürlich nicht mehr gut. Und das ist eine der Wege. Aber ich habe dann ja auch noch, bevor ich dieses Gerät kennengelernt habe... Darf ich noch mal? Entschuldigung. Das heißt aber auch, man sollte nicht immer sofort behandeln, sondern wenn die Entzündungsparameter da sind, um jetzt einen Start der Heilung zu machen, sollte man noch nicht behandeln, nein, den Tesla. Nein, sondern erst nicht akut, sondern erst, wenn es chronisch wird und dann eingreifen in den Heilungsprozess, praktisch in den Switch von TH1 auf TH2-Antwort. TH1, TH2, weiß ich, was du meinst. Immunantwort, TH1 ist proinflammatorisch, ja. TH2 ist antiinflammatorisch. Mhm. Und in dem Fall war mir das klar. Und ich habe dann natürlich gleich zugegriffen, wie man mich kennt. Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe auch noch in Erinnerung, das Experiment mit einem Arzt und Professor Meil mit Tesla, mit Skalarwellen, die Übertragung antimykotischer Information aus einer antimykotischen Salbe auf ein Agar, eine Agarkultur, in der man praktisch Candida angesiedelt hatte. Und das ging rapide zurück in der Versuchsanordnung, nur durch die Skalarwellenübertragung dieser Substanz,
dieser physischen Substanz über die Skalarwellen auf diese Agarschale. Nicht? Das heißt, die sind nicht mehr gewachsen, oder? Die sind nicht nur nicht gewachsen, die sind zurückgegangen. Nur durch die Informationsübertragung dieser Substanz auf diese. Das so viel zum Thema Homöopathie. Nicht? Ja, funktioniert so nicht. Ja, da könnte ich jetzt eine tolle Geschichte erzählen und die muss ich jetzt auch loswerden, ja. weil sie mir jetzt gerade einfällt. Ich war vor ungefähr 10 Jahren eingeladen an der Universität Karolinska, um einen Vortrag zu halten über nichtlineare Systemdiagnostik. Mhm. Und am Abend sind wir dann noch essen gegangen und neben mir saß ein, wie ich dann erfahren habe, ich bin mit ihm ins Gespräch gekommen, 91-jähriger Mann und Chirurg und immer noch aktiv. Also ich fand das ganz toll, ein Riesenkerl, richtiger Schwede, ne? Alter Schwede. Ein Mitkringer. Ja. Und ich habe halt so vor mich hingeplaudert und Begeisterung, Homöopathie und nicht ja, Systemdiagnostik, die Radionik und alles. Und dann brachte ich zufällig noch den Begriff oder den Autor oder den Forscher Jacques Bonavist ins Gespräch und erzählte ihm, dass Jacques Bonavist damals nachgewiesen hat, dass Informationen über Wasser übertragen wurde, über physikalische Experimente, und dann hat man seine ganze Labor ruiniert. Nicht? Man hat ihn physisch und existenziell fertig gemacht. Und dann sagt er zu mir ganz lakonisch, ja, den kenne ich persönlich. Mit dem habe ich viel zusammengearbeitet. Sag ich, und dann war ich still. Dann habe ich zugehört. Und dann erzählte mir dieser alte Schwede, ja, ja, wir haben Curare homöopathisiert. Und das habe ich dann Ratten in den Bauch gespritzt und dann habe ich die aufgeschlitzt. Und dann wieder zugenäht. Und zwar ganz gut. Wir haben mit homöopathischen Curare alles machen können. Was heißt Curare? Curare, das ist ein Pfeilgift der Amazonas-Indianer. Ah. Nicht? Es ist tödlich, ja? Mhm. Und mit dem, das hat er die Ratten betäubt. Und er war ja Chirurg und hat auch Experimente gemacht. Und dann hat er die aufgeschnitten, wieder zusammengenäht. Für Tierschützer ist das jetzt was Schlimmes. Ganz klar, sehe ich auch so. Wir müssen das alles nicht machen mit diesen armen Tierchen. Aber für mich war das damals eine kleine Sensation. Da lerne ich einen alten Schweden kennen, der den Jacques Bonavist noch kennt, der damals über die Wasser die Information Weitergabe mit Frequenzen, also physikalisch gemessen hat. Mhm. Nicht? Und damit war für mich natürlich klar, dass Homöopathie, dass Schwingungen, Frequenzen funktionieren. Und ich arbeite ja selber auch mit Mikrostrom seit vielen, vielen Jahren mit großem Erfolg. Und da war der Schritt natürlich nicht groß, zu Tesla, zu einer noch viel feineren Energie überzugehen. Und deswegen habe ich das Ding auch mitgenommen sofort. Und meiner Frau habe ich es auch nicht gesagt, dass ich schon wieder Technik-Therapie-Teil gekauft habe. Ja, die Arme, die schüttelt immer nur noch den Kopf. Das ganze Haus ist voll. Aber ich habe dann sensationelle Erfolge auch gleich gehabt. Ich hatte eine Patientin, die konnte gar nicht mehr aufstehen bei mir in der Praxis. Und dann habe ich sie an das Tesla-Gerät 20 Minuten, die ist aufgestanden. Die konnte also nur noch an der Wand stehen, so halb abgebeugt mit den Knien und hatte extreme Schwierigkeiten zu laufen. Ich habe das hin und 20 Minuten später ist die aufgestanden und hat an ein Wunder geglaubt, aber ich auch. Ja, das nur ich weiß natürlich, welche Prozesse da ablaufen. Und deswegen, aber trotzdem ist es immer wieder frappierend, wenn dann sowas geschieht. Nicht? Mhm. Das ist nicht immer der Fall, aber ich merke es auch an mir, wenn ich es anlege, an der Stelle, wo ich meine Probleme habe, wird es heiß. Nicht? Sofort spürt man die Energie. Da jetzt noch eine Frage. Es wird warm, weil Energie immer den Weg des geringsten Widerstands fließt. Das heißt, wenn ich eine Zelle habe, die nicht in vollem Saft steckt, das heißt nicht bei irgendwo minus 80 Millivolt, sondern tiefer, geht der Strom immer durchs gleiche Ohr durch und dann erzeugt es Wärme. Mhm. Ist das nicht eigentlich auch eine Art Diagnostik, herauszufinden, wo mein Körper eine Schwäche hat? Ja. Was wäre, wenn man jetzt da nur damit zum Beispiel präventiv die Brust befeldet,
wenn es warm wird, dranbleiben. Wenn es nicht warm wird, alles ja, gut. Ja, das ist ein guter Punkt. Ist ein guter Punkt. Es ist auch ein Punkt, den ich immer bei der Mikrostrombehandlung angewendet habe. Ich bin bei der ersten Mikrostrombehandlung, also meist die wichtigste aus meiner Sicht ist immer der Basenwickel. Also der Nasswickel, in dem der Patient mumifiziert wird, praktisch mit Basenbinden. Und dann wird ein Feld geschaffen mit Überkreuzanlage. Genau, das mache ich immer in der Swiss Mountain Klinik. Habe das Gefühl, ich schwebe und dann stellt es ab und puff. Aber, und jetzt der Punkt, ich bleibe dann immer die erste halbe Stunde dabei und frage den Patienten, wo wird's denn warm? Ach, interessant. Ja, ich frage dann, und ja, es wird heiß am unteren Rücken oder es wird heiß im Magen. Dann hatten Sie mal Magenprobleme. Ja, das und das und das. Nicht? Oder es wird heiß an der Hüfte. Und in dem Fall war das eine Patientin, die als Guinea Pig, als wie sagt man in Deutsch, als Meerschweinchen zur Verfügung gestellt wurde oder herhalten musste, weil ich ein paar Therapeuten angelernt habe. Ja. Und da haben die Putzfrau einen kostenlosen Wickel gespendet. Ich habe schon gesehen am Hautbild der Frau, dass sie eine starke Raucherin ist. Es war alles sehr, sehr unschön, die Ergebnisse des langjährigen Rauchens zu sehen. Aber dann bin ich da geblieben und dann sagte sie, ja, an der Hüfte und im Magen. Lange Rede, kurzer Sinn. 3 Tage später rief mich die Therapeutin an, in deren Praxis das stattgefunden hat, und sagt, Heinz, du, ich glaube es nicht. Die Frau hat mir vorher nichts gesagt, dass sie seit vielen Jahren Hüftprobleme hat. Und sie ist von Pontius zu Pilatus gelaufen. Und die sind nach der ersten Behandlung weg gewesen. Ja? Also das sind so Sachen, wo man dann über die... der Körper ist ja intelligent. Nicht? Und wenn dann entsprechende Heilströme und das ist ja Mikrostrom, ist ja über die spezifischen Frequenzen auf der einen Seite Frequency Specific Microcurrent von McMakin entwickelt und auf der anderen Seite mit diesem Verletzungsstrom als Trägerfrequenz, solche Heilströme holt sich der Körper natürlich an die Stellen, an die er braucht. Wir wissen das von Body Electric und Dr. Becker. Das Buch ist ja inzwischen im Internet auch frei verfügbar als PDF, dass sich die bei einem Bruch die nicht nur die Ladung verschiebt, ja, also von Plus auf Minus oder in dem Fall von Minus auf Plus, um eben die TH1 Entzündungsantwort zu holen, um den Reparaturprozess zu forcieren, sondern auch die Erhöhung der Ladung an dieser Stelle messbar ist. Das hat Dr. Becker in seinem Buch Body Electric sehr gut dargestellt. Und entsprechend wird es natürlich dann heiß. Mhm. Das ist ein Reparaturprozess. Und der Körper ist intelligent genug, um das so zu steuern. Kriegt mehr Energie, um den Heilungsprozess schneller zu beschleunigen. Richtig, richtig. Das ist ja immer gut, wenn der Körper mit Energie versorgt. Und da geht auch das Thema, wie heißt das Gerät? Zelltuner. Entschuldigung, ich habe da nicht so geräteaffin. Also dieses Tesla-Gerät setze ich auch bei uns zu Hause ein für die Wasseraufbereitung. Ich habe einmal Osmosewasser mit Reenergetisierung durch Vulkangesteinverwirbelung und dann mache ich das noch ins hexagonale Wasserstruktur. Mhm. Also ich ordne dann auch noch dieses Wasser mit dem Tesla-Gerät. Mhm. Und die Leute bei mir im Unternehmen, wo ich das zuerst stehen hatte dem Team zur Verfügung gestellt hat, die Mädels, haben alle nochmal eine Steigerung zum ohnehin guten Wasser feststellen können. Sie mussten ständig pinkeln, ja, was ja ein typisches Anzeichen an Ausscheidung, vermehrter Ausscheidung. Der Körper geht in die Entgiftung, der Körper geht in die Selbstregulation, wenn er unter anderem, ganz wichtig, eben gutes Wasser bekommt. Mhm. Wasser ist, wir bestehen zu 70% daraus. Ja, für das ist es ja eigentlich auch zugelassen als Wasserstrukturierer. Mhm. Aber ich habe auch Leute schon gesehen, die es im Selbstversuch zum Beispiel auch die Prostata behandelt haben.
Ich kenne jetzt einen Fall, der hat einen PSA-Wert von 30 gehabt und hat sich eine Woche lang befildet. Na, das habe ich auch gemacht. Und hatte dann noch ein Dreier. Ja, jeder Mann ab 50 sollte an seine Prostata denken. Das habe ich natürlich auch gemacht. Habe ich sofort gemacht und habe auch eine Hitzeentwicklung gespürt. Ich muss dazu sagen, die Drüsengewebe, also Brustdrüse, Prostata, sind ja besonders anfällig für die lipophilen Toxine mit polyzyklisch aromatischen Kohlenwasserstoffen. Also Herbizide, Pestizide. Ah. Also ich finde, bei keiner Mastitis, bei keiner Prostatitis komme ich raus aus der Diagnostik, ohne dass ich dort die Pestizide oben habe. Hm. Oberkante, nicht? Und jede Diagnostik habe ich auch sofort das Hauptthema Entgiftung. Mhm. Dort lagert sich eben dieses lipophile Zeugs ab im Drüsengewebe, Brustdrüsengewebe, Prostatadrüsengewebe. Und entsprechend sollte man darauf achten. Wir können dem gar nicht entfliehen bei diesen Pestizid- und Herbizidorgien, die ja nicht nur die gesamten Käfer und Bakterien beziehungsweise Fliegen, Insekten zerstören, sondern die zerstören einfach auch uns. Hm. Nicht? Verständlich. Aber wir müssen nur den Bogen schaffen im Kopf. Aber wie soll es dann besser werden? Ich meine, diese Pestizide, die sind ja dann immer noch da an der Brustdrüse. Vorsicht, an der Prostata. Vorsicht, Vorsicht. In dem Moment, in dem ich so mit einer energetischen Heilmethode mit Skalarwellen dran gehe, aktiviere ich die Zellkraft, die zelleigene Entgiftung, die körpereigene Entgiftung. Ich muss dann nur aufpassen, dass ich supplementiere, dass ich nicht nur Biotransformation 1, Biotransformation 2, also die ersten zwei Entgiftungswege, Lösung und Aktivierung des Gifts, sondern auch die Konjugierung, zum Beispiel mit Glutathion oder anderen Konjugationsmitteln, die Wasserlöslichkeit dieser Toxine mache. Ja, Wasserlöslichkeit. Was ist denn Biotransformation 1 und 2? Ist doch nichts anderes als das Aktivieren und Lösen von Toxinen im Fettgewebe, in der zellulären Verankerung, im Membrangewebe der Zelle, wo es blockieren kann. Mhm. Ich löse diese Toxine, die dann als Zwischenmetabolite noch viel toxischer sein können als die Ausgabesubstanz. Der Organismus organisiert dann über zum Beispiel die Glutathionperoxidase die Entgiftung, die Konjugation, macht es wasserlöslich und dann brauche ich etwas, was es unterstützt für die Ausscheidungswege, Niere, Darm. Das heißt, ich nehme Supplemente für die Darmaktivierung von Giftbindung, ich nehme Supplemente für die Urogenital-Verbesserung der Giftbindung und führt das zur Ausscheidung. Aber Wasser spielt dabei eine ganz wichtige Rolle und die Aktivierung der Zellkraft. Und hexagonales Wasser, wissen wir jetzt, dass das freie Elektronen liefert. Freie Elektronen wiederum verringern die Last an freien Radikalen. Das schiebt dieses Perpetuum mobile der Glutathionentgiftung in Gang. Mhm. Glutathionperoxidase, das ist eine Oxidation zu GSSG. Und dann Glutathionreduktase, wieder Rückführung zu Glutathion reduziert, damit der Prozess von vorne gehen kann. Und wenn ich Elektronen habe, Reduktionsäquivalente, dann kann ich den Prozess beschleunigen. Also, wenn sich jemand jetzt die Prostata befildet oder auch die Brust, und jetzt ziehe ich ein bisschen das Repertoire von anderen Sendungen, die ich mit dir gemacht habe, würde es ja eigentlich Sinn machen, Aminosäuren noch zu nehmen und Glutathion. Und Bindemittel. Und Bindemittel. Entgiftungsmittel. Bindemittel. Entgiftungsmittel, die binden. Bindemittel. Die binden, weil sonst habe ich... Also so Pektine, oder? Zum Beispiel niedermolekulare Pektine, zum Beispiel Ketosan als Bindemittel für den Darm und andere Stoffe noch. Das ist so extrem wertvoll, was du gerade sagst. Ja.
Man muss die Prozesse verstehen. Sie sind eigentlich ganz einfach zu verstehen, wenn wir bereit sind, hinzuschauen. Was passiert da? Was passiert mit Energie übrigens? Nicht nur mit Tesla-Energie, sondern auch mit Energiearbeit. Ich sage meinen Energetikern immer in den Seminaren, Kinder, wir wissen, der Glaube versetzt Berge. Aber Berge können dich erdrücken. Also sorgt dafür, dass ihr diese Stoffwechselwege unterstützt, wenn ihr die Gifte löst durch eine Traumalösung oder sowas. Ja? Mhm. Und hier habe ich das auch. Ich löse ja ein Trauma, ein physisches Trauma in der Prostata oder in der Brust. Die Gifte sind ja physische Traumen für die Zelle. Und jetzt komme ich mit Tesla-Energie, jetzt komme ich mit anderen energetischen Heilweisen, dann löse ich diese Traumen. Der Körper geht in die Heilung, in die Homöostase, in die Regulation. Aber er braucht Unterstützung im Physischen. Ich sage immer, ihr stellt Müll auf die Straße, ihr müsst die Müllabfuhr noch anrufen. Ja, klar. Ja, sicher. Ganz, ganz logisches Beispiel. Ja. Wir sehen aber auch, dass bei vielen Experimenten, dass die Leute es auch an die Zähne halten, bei Zahnschmerzen, Zahnentzündungen und im Bereich der Wundheilung. Aber es ist auch immer das gleiche Beispiel. Wundheilung, ich gebe Energie rein, der Körper hat mehr Energie, um seine Baustelle schneller zu sanieren. Genau, nicht nur mehr Energie. Er kann diese Energie auch schadstofffrei umsetzen aufgrund der antioxidativen Reduzierung durch die freien Elektronen im hexagonalen Wasser. Müsste eigentlich jeder Zahnarzt in der Praxis haben, ne? Also nicht nur ich bin dort. Ja schon froh, wenn ein Zahnarzt mal die Ursachen der Entzündung rauskriegt. Ist wieder ein anderes Thema, gell? Eine tote eigene Zähne, Sendung. Tote Zähne, Aufbiss. Nicht? Aber auch bei toten Zähnen, wenn ich jetzt das wieder Diagnostik überlege, wenn ich das hinhalte und es wird warm, dann weiß ich, hier brodelt's. Ja. Wenn es aber nicht warm wäre, habe ich eigentlich den Verdacht, dass ich sagen kann, dieser tote Zahn darf noch drin bleiben. Ja, genau. Man kann das auch kinesiologisch testen, indem man hinfasst und dann einen kinesiologischen Test macht. Es gibt viele Methoden, aber das ist auch eine. Das ist vor allem eine, die der Patient spürt. Es ist gut, wenn man den Patienten mitnehmen kann. Also auch der kinesiologische Test sollte so gestaltet werden, es gibt ja viele verschiedene Formen, dass der Patient es spürt. Die brauchen es, das Spüren. Klar. Und wenn die spüren, ah, da bin ich stark, oh, jetzt habe ich nicht halten können. Oder in dem Fall, es wird warm oder es wird nicht warm. Dann nehme ich den Patienten mit und die Compliance, die Bereitschaft, in eine entsprechende Therapie zu gehen. Denn das ist ja der Unterschied. In der naturheilkundlichen Therapie kann ich nur den Weg aufzeigen, den wir gemeinsam gehen. Aber gehen muss der Patient ihn selbst. In der Schulmedizin, Herr Doktor, machen Sie mich gesund. Nicht? Pille und tschüss. Ist keine Lösung. Und das ist jetzt auch beim Zahn. Ist ganz wichtig. Was ist die Ursache für diese Entzündung? Was ist die Ursache für den toten Zahn? Da habe ich wieder Posturologie, das heißt die Lehre vom Haltesystem, der Halteapparat. Und es ist sehr, sehr vielfältig. Oder Narben. Sag meinen Leuten immer im Seminar, erste, wo haben Sie eine Narbe? Eine Narbe kann ein lebenslanges Störfeld sein und Unheil anrichten ohne Ende. Du hast vorhin den Drüsen, das Wort Drüse erwähnt, und ich möchte noch fragen, wir haben noch die Zirbeldrüse. Lässt sich die auch gut mit diesem System befelden von Tesla? Auf jeden Fall denke ich, dass das ein wichtiger Punkt ist, um auch den Gehirnstoffwechsel und die Gehirnentgiftung anzuregen. Aber auch wieder in Zusammenhang mit Entgiftungsbindungsmitteln, was er mit der Müllabfuhr dies abholt. Selbstverständlich, selbstverständlich. Biotransformation 1, Lösung und Aktivierung. Biotransformation 2, Konjugation, Verbindung mit einem Bindestoff und dann wird das Ganze vor die Tür gestellt. Was wird man dann nehmen, jetzt als Müllabfuhr Das haben wir schon gesagt. Das sind die gleichen entgiftenden Mittel. Wir haben nur beim Gehirn. Also Pektine. Zum Beispiel. Aber auch andere, denn ich muss ein paar Dinge dazu sagen. Die besondere Problematik bei der Entgiftung unseres Gehirns ist die Blut-Hirn-Schranke. Also dieses durchgehende Endothel, das einfach eine Wasserdurchlässigkeit verhindert.
Fettlösliche Substanzen gehen durch. Und dass es so schwer durchkommt, heißt auch, dass es schwer rauskommt. Nicht? Und deswegen ist es wichtig, dass wir bei solchen Anregungen, energetischen Anregungen der Gehirnentgiftung, wenn wir an diese Stelle gehen, ja, dass wir da auch fühlig rangehen und entsprechend aktivieren. Wir öffnen da ja auch damit die Blut-Hirn-Schranke. Mhm. Aber die öffnen wir natürlich in beide Richtungen. Da muss man schon aufpassen. Ja? Kannst du mir vielleicht noch eine Minute erklären, für was die Zirbeldrüse steht in unserem Körper? Was die Funktion ist von ihr? Naja, die Zirbeldrüse ist, hat verschiedene Ebenen. Sie hat eine physische Ebene und eine metaphysische Ebene. Die physische Ebene ist, dass sie die Anbindung an die Leitsignale der Umwelt organisiert. Also die Schwingungen und Informationen, die wir über die Ionosphäre bekommen, die wir über die Sonne bekommen, die wir über die Mond, den Erdmagnetismus bekommen. Das ist die eine Seite. Und die zweite Seite der Zirbeldrüse, jetzt unabhängig von ihren biochemischen Aspekten, bei bestimmten Meditationsformen und Tranceformen. Die zweite Seite ist die spirituelle Anbindung an unsere Höhe, an das höhere Bewusstsein. Das wollte ich noch hören von dir, ja. Danke. Noch die letzte Frage. Ich habe mal gehört, die Zirbeldrüse ist auch zuständig für die Produktion von Melatonin und von Serotonin. Stimmt das? Serotonin, ja. Ja, sie ist nicht nur zuständig, sie ist zuständig, würde ich nicht so sagen. Sie ist sehr, sehr stark eingebunden in den molekularbiologischen Stoffwechselweg dieser Substanzen, die ja Melatonin ist ja auch eines unserer wichtigsten Antioxidantien, aber auch unser sogenanntes Schlafhormon, und Serotonin ist ja der Vorläufer, heißt auch unser Glückshormon, ist einer der Vorläufer für die Melatonin-Synthese. Und man muss jetzt wissen, dass diese beiden wieder L-Tryptophan abhängig sind. L-Tryptophan ist wieder eine essentielle Aminosäure. Jetzt sind wir wieder bei der Aminosäure. Ja, aber, und jetzt muss ich ganz, ganz wichtig sagen, 90% des Serotoninproduktion findet im Darm statt. Das Gehirn hat nur eine autarke, das Gehirn ist in vielerlei Hinsicht autark, hat eine autarke Insulinregulation und Produktion, hat eine autarke Sauerstoffversorgung, hat eine autarke Blutdruckversorgung, hat eine autarke Serotoninversorgung. Aber 90% des Serotonins wird im Darm. Danke, das war auch noch super. Wenn aber jetzt Schwächen im Gehirn... Aber wenn wir zu viel Fructose essen, Fructose bindet zur Ausscheidung bzw. zur Verstoffwechselung L-Tryptophan. Und deswegen kann zu viel Obst depressiv machen. Immer es gilt das Maß. Wenn wir aber zum Beispiel zu Schwäche neigen im Gehirn, Vergesslichkeit, vielleicht Alzheimer, Demenzproblematiken, und das Hirn eigentlich diese Selbstversorgung jetzt im Bereich der Zirbeldrüse nicht mehr machen kann, weil diese Zirbeldrüse irgendwie verkalkt wird, kann man da jetzt eben mit solchen Technologien hier unterstützend einwirken, dass diese Zirbeldrüse frei ist? Naja, freier wird. Frei wird. Ganz klar. Wir haben ja vorhin gesagt, was passiert denn, wenn ich Schmerzen habe und ich lege da so eine Energieform an. Ich aktiviere praktisch die Organisation des Wassers zu einer höherwertigen Wasserorganisation hexagonaler Strukturen. Dadurch habe ich eine Verdichtung des Wassers. Wir haben ja die drei klassischen Verdichtungsformen, das Nebel, Eis und normales Wasser, nicht? Aber das vierte Stadium des Wassers, die EZ-Zone. Die EZ-Zone, genau, ja. Die E-Zone, das ist dann die hexagonale Struktur, die eben besondere Eigenschaften hat und die besonders geliebt wird von den Zellverbänden in unserem Organismus. Und dadurch habe ich durch die Verdichtung der Wasserstruktur brauche ich weniger Elektronen zum Erhalt dieser Wasserstrukturen. Und ich setze eben diese freien Elektronen frei, die dann wiederum der Zelle die Chance geben, ihren Energieprozess anzukurbeln, ohne sich zu schädigen. Nicht? Danke. Heinz, ich wundere mich ein bisschen,
warum sich so ein Wissen von Tesla, diese Tesla-Technologie, nicht schon viel, viel breiter genutzt wird. Weil man das verhindert hat. Schon. Wie so viele Heilmethoden. Genauso wie man uns verfolgt wie die Hasen. Uns als Scharlatane und Betrüger bezeichnet. Genauso wird Tesla unterdrückt. Seit 100 Jahren. Schon verrückt. Nicht das erste Mal, dass Geräte auch verboten wurden von Tesla. Mhm. Naja, danke ganz herzlich. Bitte. Lieber Heinz und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich hoffe, dass Ihnen diese Erläuterungen über Technologien von Tesla auch ein bisschen Neugier geweckt hat oder auch gesehen oder gehört haben über die Erläuterung von Heinz Reinwald, dass da wirklich ein großes Genie vor 100 Jahren gelebt hat und der uns ein großes Erbe hinterlassen hat, das es eigentlich noch zu entdecken gibt. In diesem Sinne alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.